Affen backen. Das heißt, die Leute, die backen, werden zu Äffchen. Einer, der nichts sieht, einer, der nichts hört und einer, der nicht redet. Rabe ist der Bäcker. Er kennt aber das Rezept nicht. Das Rezept erzählt ihm Ems, der allerdings das Rezept selber gar nicht kennt und nicht reden kann. Das heißt, er muss mit Händen und Füßen ihm sagen, was er machen muss. Bekommt seine Informationen von Goike, der einzigen Person, die das Rezept kennt. Das Problem ist, er ist blind. Also sagt der Blinde, der das Rezept kennt, dem Stummen, der das Rezept nicht kennt, was er dem Tauben? Gehörlosen. Gehirnlosen. Gehirnlosen darstellen wird, sagen muss, damit er es umsetzen kann. Und am Ende kommt hoffentlich was richtig Leckeres bei raus. Ja. Hier stehen ein paar wilde Zutaten. Willst du wirklich. Hugo hat gesagt, die hat ihm das Gehirn auf der anderen Seite rausgedrückt. Was soll passieren? Ja? Nö, alles gut, es geht schon. Ich will das Gehirn rausdrücken. Just in case, die liegt dann jetzt hier. Oh, aber ich weiß, was er meint. Das eine halbe Sekunde hat es gedauert. Nee, alles gut, ich kann meine Augen schließen, dann geht das nämlich. So, ich mach mal ganz kurz. Ich bin an, oder? Leuchtet? Sind das alle Zutaten, die wir brauchen? Bestimmt. Klar. Okay. Ladies and Gentlemen, ich verabschiede mich für dieses Format, bin irgendwo around und viel Spaß, Affenbacken, Teil 2, ab dafür. So Jungs, wir müssen, das bist du, hi. Wir müssen das besser machen als die davor. Das heißt, wir müssen hier taktisch vorgehen. Problem 1, ich habe die erste Zutat vergessen. Das kannst du musst das Rabe erklären, der hört dich nicht. Hi. Hi. Ja? Ja. Jawohl. Was höre ich denn jetzt für Musik? Ich habe voll die beste Idee. Die erste Zutat nice. Und los. Sind, also erstmal vorweg, das wird ein Kuchen. Ja. In dem Kuchen sind am Ende potenziell Schokolade und Marzipan. Das Problem ist, ich habe jetzt schon vergessen, wann was reinkommt. Das ist, oh Gott, das wird ganz schlimm. Ja. Ja. Gut. Dir geht's gut. Wir brauchen 3 Eier. Drei? Drei. Eier. 3 Eier, richtig. Ja. Trennen wir die in irgendeiner Weise? Die trennen wir voneinander, weil wir machen das schaumig gleich. Trennen wir Eigelb und, das ist nicht so gut. Was ist nicht gut? Was ist nicht gut? Rabe, was ist nicht gut? Rabe, du musst mit mir reden. Rabe, was ist nicht gut? Rabe, bitte rede mit mir. Rabe, du musst mit mir reden. Der redet nicht. Wir trennen Eigelb und Eiweiß. Wunderbar. Eier, wo? Mit mir redet doch gar keiner. Hier ist kein Ei, da ist kein Ei. Muss jemand mit mir reden. Bestimmt im Kühlschrank. Sind hier noch Eier drin? Da sollten Eier sein. Sekunde. Ich, halt mal kurz. Jawohl. Wer soll denn was halten? Oh Gott. Halt das mal kurz. Bleib mal genau das so. Das ist Mais. Meine Güte. Da kommt kein Mais rein. Sag ihm bitte, dass wir keinen Mais in einen Marzipan-Schokokuchen machen. Halt kein das Mais. Mal. Kein Mais. Wer baut das denn? Keinen Mais. Warum würde man das denn auch so einbauen? Wie viele Eier brauchen wir? 3 Eier. 3 Eier. Brauchen wir in irgendeiner Weise nochmal Eier danach? Nein, wir brauchen 3 Eier. Nein, gut, dann Sitz. Wo sitzt? Wer sitzt? Oh. Ja, das hilft mir jetzt wenig. Warum habe ich Mais in der Hand? Mais. Wir brauchen keinen Mais. Ja, umso mehr umso weniger richtig weiß ich, was wir brauchen. Ich vergesse Dinge. Ich möchte ganz kurz sagen, dafür, dass der so viel redet, verstehe ich relativ wenig von dem, was du sagst, was er mir sagen will. Ich. Nee, lass das mal draußen. Wie war das denn? So. 3 Eier. Okay. Wo kommen die denn jetzt her? Achso, die waren da drin. Okay, got it. Rabe. Okay, 3 Eier. Ich bin ein klitzekleines bisschen überfordert. Wir müssen wie trennt man Eigelb und Eiweiß? Mit den Schalen. Also der Eierschale, nicht in verschiedenen Gefäßen. Ach so, ich crack das und dann. Okay, dann kommt da das Eigelb oder so rein. Halt mal ganz kurz still. Ich mach da mal ganz. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, okay. Rabe. Wir haben viele Eier. Rabe.
Wir haben schon viele Eier. Rabe. Rabe, bitte, hörst du mir zu? Rabe, hörst du mir zu? Ah, fuck, das ist richtig dumm. Das ist richtig stupid. Jetzt kann ich das ja nicht. Rabe, kannst du mich hören? Macht Ems irgendetwas? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Rabe. Mit dem Ei. Hörst du mir zu? Was soll ich mit dem Ei machen? Hörst du mir zu? Der gestikuliert Rabe. Irgendwie. Rabe, hörst du mir zu? Egal, der labert? Hörst hab du ich mir? Ei in der, hab ich Eier verstehen? Hörst du mir ein zu? Kleines bisschen. Okay, kannst warte mal, das bringt mir jetzt. Hä? Was soll ich denn jetzt? Warte mal, ich versuch das. Rabe? Ey. Oh nein. Oh nein. Aber Ems hat das Prinzip verstanden. Kommuniziert Ems mit irgendjemanden? Rabe? Rabe? Oh Gott, ich bin so konzentriert, aber mir läuft Ei die Stirn runter. Ich glaube, ich habe noch nie Eigelb von Eiweiß getrennt. Rabe, du musst mit mir reden. Ein bisschen Liebe, bitte, meine Güte. Was soll das denn? Oh oh. Rabe. Was macht ihr gerade? Nice. Weg da. Das ist nicht. Weg da. Ja? Rabe. Hörst du mich? Ich soll dem Ei sagen, dass Goike. Nein. Goike sagt, das nicht, Ei. Das Ei nicht. Wie ist der Status des Eis? Hab ich doch gerade gemacht. Wie ist der Status des Eis? Er labert, dass ich das weitermachen soll. Wie viel? Hä? Hast Nein. du mir jetzt gerade gesagt, dass Goike Scheiße labert? Fantastisch. Okay. An okay. welchem Punkt Versuch dieses Rezeptes sind wir gerade? Haben wir schon ein Ei getrennt? Oh, Junge, das ist. Wie kommt man denn mit dem Druck klar? Die ganze Zeit. Das ist ja richtig anstrengend. Haben Jawohl. Wir ein Ei getrennt? Wobei, honestly, Versuch 2 viel besser. Wie schlimm ist das, wenn da ein kleines bisschen Eigelb im Eiweiß noch drin ist. Schlimm. Ah! Wir müssen das... Goike hat keine Ahnung. Doch. Ems! Großartig. Das muss Eigelb, Eiweiß sein. Wir müssen das gleich schlagen. Okay. Das sieht... Ems, würdest du sagen, das sieht gut aus oder nicht so gut? Aber können wir miteinander kommen? Nice! Ems sagt, was ist denn? Was hast du denn? Ist doch alles in Ordnung. Wo stehen wir? Wir haben schon 2 von 3. Tu doch. Du, es hilft mir nicht, wenn du mit mir redest. Ich habe keine Ahnung, doch, was er du muss quatschst. Übersetzen. Berlin, Berlin. Was soll ich tun? Berlin Noises. Ja, dieses Ei. Wir machen nur 2 Eier. Nein, 3. Wir machen 3 Eier? 3 Eier machen wir. Und das ist jetzt das 2., was ich gemacht habe? Ja. Und jetzt kommt das 3. Gut. Und es sieht gar nicht so scheiße aus. Gut. Noch. Stopp. 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 Ofen vorheizen, Stopp. 180 Grad Ober- und Unterhitze. Der Ofen muss vorgeheizt werden. Auf 180 Grad Umluft. For real? Tinker, der ist für dich gewesen. Das ist falsch. 180, was? Nochmal 180 Grad? Nein. Goike, du sollst irgendwas sagen. Wir heizen den Ofen nicht auf 360 Grad, auf 180 Grad Ober- Goike und Unterhitze. Goike hat auch keine Ahnung. Ja. Junge, ich bin hier, kann mir ganz kurz, ich muss mal ganz kurz diesen Unfall hier fixen. Ober- und Unterhitze. Geh da raus jetzt, Mann. Es ist hier vorbei mit im Ei rumsitzen. Fruchtet und nix. Und hör auf Unterhitze. Damit jetzt. Aus da. Ober- und Unterhitze. So, zack. Eiweiß, Eigelb, getrennt. Mhm. 3 Eier, fertig. Ich wasche mir die Hände. Sehr gut. Das ist nach Eiern immer ein bisschen sehr wichtig, gut. dass du dir die Hände wischst. Einfach, ja. weil, ne, du weißt ja auch nicht, dass da irgendwie... So, ja. das ist wichtig auch. Genau. Rabe, wie geht's dir? Süß ist er, ne? Wie geht's dir, Rabe? Fantastisch. Gut. Gut, gut, gut. Hier, riech mal, riech gut? Ja. Ja. Mandel. So, brauchen wir später auch. So, ich heize jetzt den Ofen vor. Ja, 180 Grad. Ober- und Unterhitze. Ober-Unterhitze. Ja. Es tut mir so leid, aber als du so gemacht hast, dachte ich, große Hitze, große Hitze. Stehe ich richtig? So, darf ich mal ganz kurz? Fantastisch. So. Ja, augenscheinlich. Ich möchte anmerken, das ist jetzt Schritt 2. Mhm.
Und der Ofen wird sehr lange Nein, weil geht wir ja da nicht viel rein tun. Halt. Nee, einfach rein. Auch mal mit ein bisschen Anlauf. Nein, einfach nur vorheizen. Du musst nichts reinstecken in den Ofen. Das ist so schön. Also man kann ja hier und da so ein ganz kleines bisschen aus Goikes Mimik versuchen auch noch zu schließen. Und er, egal was er tut, er sagt immer nein. Verzweiflung. Viel ja, Verzweiflung. Ja, ja, ja. Goike, du sollst weitererzählen. Ja, wie ist denn jetzt unser Stand? Ich mache jetzt erstmal den Ofen Ober-Unterhitze, 180 Grad. Wunderbar. So, ich bin fertig mit dem Vorheizen. Gut. Was soll ich tun? Wie geht's dem Eigelb, Eiweiß? Hä? Ach so, ja, die Eier sind so gut geworden, Alter. Oh mein Gott, gut. Du hast noch nie so gut getrennte Dann Eier gesehen. Dann nehmen wir uns jetzt das Eiweiß. Die Eier, das Eiweiß. Und eine Prise Salz. Machen wir jetzt was mit? Da wird jetzt gesalzen. Ein Prise. Tatsächlich nur ein Müh oder ja. So ein... Nee, so ein bisschen... Also so ein... Nein, ein ganz wenig, ein... Ich platziere das ganz kurz. So ein kleines Huchi. Ich brauche Salz. So eine Messerspitze. Ich habe mehr Salz. Nee, du brauchst nur ein bisschen Salz, Warte? Nicht mehr Ursalz. Salz. Ursalz. Was? Du brauchst, okay. Du brauchst ein bisschen Salz, nicht mehr Salz. Nur Warum machst du denn... Du brauchst nicht so viel Salz. Aber nicht, Geuke. Eine Messerspitze. Von, ganz Fantastisch. Kurz, ich sag ihm, es war gesalzen worden. Eine. Gut. Dann schlagen wir das jetzt schäumig. Gonna hit the road, Jay. Hä? Was? Wir müssen das jetzt schlagen? Darf. Mechanische. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Natürlich. Das muss man so machen mit Handkraft. Weiß ich nicht. Da steht Eischlagen. Schlag das Ei. Schneebesen. Ja. Mit einem Schneebesen schlage ich das jetzt. Ja. Ganz doll zu einer fluffigen Masse. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen audiovisuellen Zuhörern entschuldigen. Das wird jetzt ganz kurz komisch. Sicher? Ja, klar. Dir ist schlecht? Wem ist schlecht? Hat der schon was gegessen? Der soll noch nicht, der soll kein Rohsei essen. Ja. Achso, das muss... Wer ja, aber dann mach ich das doch mit einer Maschine, oder? Du bist doch die Maschine. Ja. Haben wir eine Maschine dafür? Geh mal aus dem Weg ganz kurz, bitte. Wer ist, geh aus dem Weg. Haben, oh ja, oh. Augenscheinlich bin ich nicht, geh aus dem Weg. So, ich nehme den hier, so. Und dann haben wir doch bestimmt auch irgendwo, nee, der Logik nach wäre das auch da. Mann, Ems. Wo ist denn Ems? Siehst du irgendwo Knetagen? Ems, du musst das übersetzen. Du musst irgendwie versuchen, Rabe das zu erklären. Ja, aber nicht. Top. Wissen wir, Opfer. Ah, Ems macht sich Freunde. Ja, leider für die. Wo ist denn Knete? Ist jetzt Rabe auf einmal? Ich höre dich da. Hör mal, wenn du mich noch einmal anfasst, mein Freund. Ey, das bestimmt ist. Wo ist denn Knetzeug für die Knete? Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich habe die Zutaten noch. Haben wir nicht. Ja, dann, ach, ganz ehrlich. Was machst du denn jetzt? Wo scheitert's gerade dran? Sein Gehirn ist explodiert, weil er vergessen hat, wie es geht? Nein! Du hast jetzt schon vergessen, wie es geht? Ja. Das hab sogar ich gecheckt, dass das ein Ja ist. Okay. Naja, gut. Chat, ich glaube, dass das eine scheiß Idee ist, das mit der Hand zu machen. Du brauchst dafür so einen elektrischer. So ein. Brauchst du. Sollen wir nehmen? Ja, ich weiß aber nicht, wo die Dinger dafür sind. Im Geschirrspüler. Der Spülmaschine. Ja, dann, du stehst davor. Dann muss ich weg. Das ist gar kein... Ich muss das kurz hier mal links machen. So. Den können wir ja potenziell noch benutzen. Komm, wir tun mal so, als wäre da was übel Krasses drin. Boah! Alter, ist das... Boah. Ich hab's eingeatmet. Oh ja, Gott, nochmal, das hört ja gar nicht auf. Ah, guck mal, da sind Knethakis. Au. Nee, keine Knethaken. Heiß. Oh, Dampfbad. Keine Knethaken, wir kneten nicht. Wir kneten nicht. Oh. Keine Knethaken, wir brauchen die zum Schäumischlagen. Oh, sein Mund bewegt sich ganz schön schnell. Ruhig, Brauner, ruhig. Ruhig, komm mal wieder rein hier, komm mal wieder hin. Alles gut. Ruhig, entspann dich. Ist da die Kamera? Ja. Gut. Ich wasche mir mal nochmal die Hände. Haben wir diese Schäumischlag-Dinger? Die aussehen wie so ein Ventilator. Ja, natürlich. Alles gut. Okay. Das war sehr nah an meinem Ohr. Alles wird gut. Aber hatte gestern Knoblauch. Wip, wip. Ja. Gib mal bitte das Wip-Wip-Gerät. Dankeschön.
Fantastisch. Ich möchte nur kurz so, warte, ganz ich muss ruhig mal ganz kurz, ich brauche mal andere Musik, mir wird hier richtig ins Ohr geschrien, dass, wenn Alter. Ihr das mit einem ein Knethaken macht, das nicht Country funktioniert. Oder so. Mhm. Gut. Was? Was? Ja! Locker! Kein Problem! Gut. So, guck mal, mach mal hier. Guck mal, Ems, ich geb dir mal die Möglichkeit, da Scheiße zu bauen noch mit. Hit the road, Jack. Gut, ich wäre ready für Wut. Dann schlagen Vorsicht, wir das jetzt schon nicht. Das Strom. So, an der Stelle Chat. Sorry, das könnte jetzt ein kleines bisschen laut werden. Und erstes Event, wie ist so? Ja. Das sollte sich nicht so anhören. Ist hier schlecht. Mir? Nee, mir geht's hervorragend. Was hat er gesagt? Fluffig werden muss es wahrscheinlich, ne? Nein, schäumig. Ja. Eine Masse. Ja, bitte? Fettig. Nicht fettig, eine Masse. Eine fluffige Masse. Fluffig. Stark. Steif. Ja. Ist das... Ich hoffe, er macht... Steif. Stark. Nicht stark, steif. Da müssen wir nochmal drüber reden. Hä? Steif. Stark oder steif jetzt? Das ist ein Unterschied. Na, steif. Was ist denn stark? Du kannst doch nicht starken einschlagen. Steif. Warum lachen wir? Ems ist so einer, den gucke ich an und da muss ich ein bisschen lachen. Das ist schön. Warum lachen wir? Ist das steif? Ne, warte mal, ich habe doch den Steiftest. Wenn er das über meinen Kopf macht, tritt ich ihn auf den Fuß. Hä? Das soll ich ihm auf den Kopf? Nein, nicht über meinem Kopf. Ich soll irgendwen treten? Nein. Deine Aussage, das musst du nicht über. Du musst nicht alles übersetzen, Ems. Ja, voll gut. Nice. Ist jetzt offiziell steif. Gut. Würde ich sagen. Das Problem ist, ab jetzt muss ich freestylen. Ja. DJ. Das muss jetzt... Geht nicht mehr, nee. Das kühl ist gelagert möglich, werden. Leider. Warte, ich muss mal ganz kurz... Ha? Das kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank. Für wie lange ungefähr? Ungefähr so 10 Minuten. 10 Minuten? In der Zeit sollten wir alles andere fertig Hände schaffen. Vor? Was? Okay, Hände vor. Wo vor? Halt mal. Nicht loslassen, nicht dran necken. Das ist leider nicht mehr dann platzmäßig drin. An die frische Luft. Keine Chance. Weg. Draußen. Nein. Ja, also nicht wegschmeißen. Stell's irgendwo hin, das war die beschissenste Idee, die ich heute hatte. Die einzige Möglichkeit, wie ich mich mit Goike verständigen kann, jetzt kurz das Ding rausbringen zu lassen. Das war eine richtig, richtig beschissene Scheißidee. Goike, wie ist so? Gut. Nice. Was auch immer du gesagt hast, ich freue mich für dich oder ja. Es tut mir leid. Nee, es ist alles super. Aber es ist, also ja. Mhm. Ich freue mich auch. Das sind, währenddessen die sind sehr warm. Frank Sinatra. Warum sind die so warm? Warum sind die warm? Sollen die in die Spülmaschine oder behalten wir die noch? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, jetzt haben wir ein Problem. Papadipupidi. Aber jetzt wird es problematisch. Ja, schneller. Was schneller? Sag nochmal. Ja, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Wir müssen jetzt ein bisschen freestylen. Danke. Ja. Was jetzt? Wir müssen... Richtig? Wir, der hat keine Ahnung. Wir müssen jetzt. Wir brauchen Mehl. 120 Gramm Mehl. Bro, irgendwas irgendwo rein. Aber was? Keine Ahnung. Das hilft mir jetzt, okay, nicht weiter. Eine Form. Nee, eine Schüssel. Die Form brauchen wir etwas zum Rühren. Ja, das, soll ich das Eigelb? Bei Gott, nein. Okay, ich weiß nicht, was man mit dem Eigelb macht. Das ist ein Problem gerade, aber das löse ich noch in meinem Kopf gleich. Ich nehme eine Schüssel. Gölk hat keine Ahnung, was mit dem Eigelb passiert. Das ist so korrekt. Das stellen wir beiseite. Wir es wegschmeißen? Nein, wir stellen es beseitig. Vielleicht also wir behalten es lieber. Ja, ich später. Möchte an der Stelle sagen, dass dafür, dass wir schon eine Sache in eine andere reingefüllt oder getrennt haben, da echt noch viel Zeug über ist. Ja. Mehl? Was machen wir mit dem Mehl? 120 Gramm in eine Schüssel. 120 Gramm davon kommen in eine Schüssel. Ja. Junge. Ey, ohne Witz. Let's fucking go. Wir soll ich dafür eine große Schüssel, eine mittlere Schüssel also oder eine kleine Schüssel einmal benutzen? Einmal 80, einmal 50 und einmal 80. Diese, die ich in der Hand habe, passt funktioniert. Wie findest du die ich in der Hand habe, Goike? Die ist super.
Nice. Wunderbar. So. Haben wir eine Waage? Ja. Ah, hier ist eine. Wir haben eine Waage. Kein Problem. Warum fährst du jetzt ein ferngesteuertes Auto? So. Folgendes. Wusstet ihr eigentlich, dass es einen Knopf gibt, mit dem man die ganze Zeit die Mattenaufgaben, die einem diese Dinger stellt, nicht machen muss? Tara heißt der. Wusste ich nicht. Habe ich jetzt auch gelernt. Warum halte ich das noch? Aber naja. Warum hält er die eigentlich die ganze Zeit noch? Das habe ich gerade gefragt. Danke. 120 Gramm Mehl. Wir haben hier weißes Mehl, ich glaube 450er? 405er wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ist doch egal. Rein da, oder? Ja, klar. Einfach machen. 120. Nicht so viel. 120. Jetzt, ich kann nicht, wenn du guckst. 120. 1, 2, 0. Warte. 130. 120. 120. Sind da, wie viel ist da jetzt drin? Darf ich hier bitte einen Löffel haben? Nein. Nein, alles gut. Da sind jetzt 130 drin, nee, ja? Jetzt machen wir es auch, ganz ehrlich. Sind da jetzt 130? So nicht. Sind da wir jetzt machen 100, da jetzt 120 draus. Sind da jetzt 130 draus. Drin? Nee, nein. Sind da jetzt 130 drin? 130 machen wir gut, da nicht. Doch, dann nehmen wir 90 Gramm Zucker. 90? Oder hätten wir den Zucker 190. mit dem Ei vermengen? Da müsst ihr jetzt nochmal 90 Gramm von was bei. Ihr ist doch jetzt nicht 90 Gramm Mehl, bist du lost? Nein, 90 Gramm Zucker in die gleiche Schüssel tun. Ich glaube, wir haben das mit dem Ei und dem Salz falsch gemacht. Da muss jetzt Zucker rein. Zucker. 90 Gramm. 90 Gramm Zucker. Das ist jetzt kurz verkehrte Welt, ne? Warum? 90 Gramm Zucker. Ja, nice. Moment. Jetzt rechne doch. Wie viel haben wir jetzt? 90 Gramm, ne? Perfekt. Aber warum machst du noch mehr rein? Warum machst du noch mehr? Wie viel? Oh, genau 90 Gramm. So, und jetzt brauchen wir. Und jetzt kommt nämlich das Komplizierte. Jetzt. Jetzt brauchen wir. Jetzt müssen wir uns warm anziehen, Alter, weil Goike hat vergessen, wie es jetzt weitergeht. Nein, ich hab's wieder, ich hab's wieder gefunden. Oh mein Gott, Geistesblitz! Heurika! Wir brauchen jetzt 50 Gramm. Stopp! 50. 50? Die was? Hälfte von 100? Keine Ahnung. Goike! Hugos Alter? Was? Frag ihn, wie alt Hugo ist. Was? Frag ihn, wie alt Hugo ist. Was? Wie alt Hugo ist. 50 Gramm, sag ihm doch irgendwie 50 Gramm, du musst doch fähig sein. 50 Gramm. Ja. Von was? Ach so, gehackte Mandeln. Ich habe hier sehr viele. Gehackte Mandeln? Korrekt. Nein! Korrekt. Junge. Oh mein Gott. Das war nicht schlecht. Glaube ich. 50 Gramm gehackte Mandelchen. Mach mal gar 60. Kein Problem, ich bin Profi. Stopp. 60. Ja. Irgendjemand hat gesagt, er ist Profi. Wer entscheidest war das? Du dich jetzt da mal. Da steht jemand. Wer ist das? Was tut ihr da das? Da rein? Das ist der Kühlschrank, ne? Nee, der Herd. Der Kühlschrank für warm machen, Backofen. 60 Gramm gehackte Mandeln. Hast du ihm das jetzt übersetzt? Dieses Bild, wie geil das steht und so den Ding anguckt, werde ich nie vergessen. Muss ich die jetzt klein hacken und dann, oder also sollen du kannst, die, also mach ich da 60 Gramm? Und nee, du kannst, warum werden was das, ist das Play? Also, du kannst also auch einfach eine Mandel nehmen und sie klein hacken oder du nimmst einfach die klein gehackten Mandeln. Ich nehme diese Mandeln. Mhm, und hackst sie klein. Hack sie klein. Komm, lass ihn die klein hacken, Ems. Ja, aber das er ist selber schuld, er ist unfreundlich. Ja, genau, aber er soll die hacken. Komm, lass ihn messe die hacken. Messe ich jetzt 60 Gramm und hack die dann oder hack ich die und na, warum sollten sie auf einmal mehr werden, wenn du sie hackst? Nein. Wie sollen die mehr werden? Das sind doch, du wiegst doch jetzt 60 und hackst dann. Genau. Eher so die oder die Mandeln? Ems, du musst ihn jetzt kurz. Du musst mir jetzt kurz überrabe. Ja, soll mal kurz die Klappe halten. Die sind jetzt offen. Ich nehme die offenen. Jetzt soll mal jetzt kurz die Klappe halten.
So, einmal bitte aufpassen. Halt, der redet. Ja, ich. Der soll jetzt mal die Klappe halten. Halt jetzt die Klappe. So, und jetzt übersetzt du mir, du musst mir jetzt sagen, ob er jetzt die am Stück nimmt. Sag ihm aber nicht, du musst jetzt mit mir reden, über ihn. Verstehst du, was ich meine? Junge, was? Sag ja über Rabe. Ich mach einfach. Okay. Goike, danke für deine Mitarbeit. Ach du, ich mach hinter dir was auf. Ich werd's ja gleich hören, ob er hackt. Was tue ich? Ich brauche was für 60 Gramm Mandeln. Warte mal, Mandeln, das wird viel sein. Oh, ich weiß, was Hugo meint. So, Tara läuft. Ich weiß nicht, für wen diese Maske ist, aber... Ja? Ja, 60 Gramm. So, warum willst du denn jetzt... Ich habe mehr drauf gemacht und es wurde weniger. Ja, das ergibt in deiner Rechnung ja augenscheinlich Sinn. Ja. Nimm einfach dann 65. Ja, 65, guck mal. Perfekt. Kannst du ihn kurz fragen, warum er nicht einfach Göcke Mund auf? Die gehackt. Willst du eine Mandel? Ich mag keine Mandel. Dann machen wir trotzdem Hand auf. Kannst du ihm erklären, warum hat er nicht. Warum nimmt er denn jetzt nicht die gehackten Mandeln? Die sind doch schon klein gehackt. Was laberst du eigentlich? Nee, perfekt, Ems, ist gut damit, Spieler. Freue ich mich. Ja, ich esse jetzt eine Mandel. So. Die sind auch so lecker, weil die mit Schale sind. Wird bestimmt richtig gut im Kuchen. Ich muss sagen, dafür, dass wir das jetzt schon 10, 15 Minuten machen, sieht es hier gar nicht so aus, wie es hätte aussehen können. Ja, halt mal die Klappe, was willst du eigentlich? Also ganz ehrlich, das ist voll in Ordnung. Ich habe nichts gesagt. Warum werde ich angemacht? Gibt es da einen Unterschied zwischen den Messern, in dem man das machen sollte? Na, du nimmst einfach die Tüte mit den gehackten Mandeln. Hey, 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 hey. Was suchst du? Das musst du ihm sagen, du sollst sie ihm nicht geben. Mandeln. Ach so, na perfekt. Deswegen machen wir die jetzt. Ach so. Klar, ist ja nicht so, dass ich die gekauft habe. So, guck mal, das läuft hier nämlich. Ich kann das nämlich, ich bin nämlich Profi. Oh. Klein hacken, sehr klein dann, sehr fein. Wie klein ganz fein. Die? Sehr fein, ganz fein. Die müssen sehr klein? Ganz klein. Wie schlau. Am Ende bin ich echt schon froh, dass wir schon den Ofen vorgeheizt haben. Das stand als erster Step im Rezept. Ich bin froh, dass ich mir den ersten Satz gemerkt habe. Oh Gott, das wird jetzt ein kleines bisschen dauern, Shady Rhinos. Das tut mir ein bisschen leid. Ich weiß nicht, wie die Soundkulisse dessen ist, was ich hier mache. Ich kann mir vorstellen, dass sie gar nicht so angenehm ist. Bye, bye. Mach sie mir kurz meine Augen. Bye. Das ist lustig, ich höre einen Song über Kuchen. Die riecht so ein bisschen nach Hugo. Backen. Ja, backen. Wir backen auch einen Kuchen. Marzipan. Boah, jetzt so ein, wie heißt denn dieses Tier, was man so hin und her Zebra wedelt, damit irgendwas schnell klein wird? Dieses, das gibt's ja auch fürs Backen. Welches Tier? Was Goike? Für ein Tier? Ja. Ich würde mir wünschen, dass du deine Meinung zur, weiß ich nicht, Erderwärmung mal ganz kurz Ems klar macht und der mir die mal kurz zeigen kann. Okay, Ems, hör mir zu. Es geht um Folgendes. Jetzt wird wärmer. Aber für die Tage... Ist alles scheiße. Für die Tage, an denen es kalt ist, kann man einen sehr guten Hoodie empfehlen. Ja. Auf florox-shop.de. Mit dem Merch aus dem Shop von Florox. Mit dem Merch aus dem Shop aus... Warum gucke ich dich an? Junge, gelesen wie ein Buch. Gut. Gelesen wie ein Buch. Let's go. Ich hab Mandel zwischen den Zähnen. Aber noch lange nicht klein genug. Okay, reicht. American Pie. Reicht? Ja. Sonst vergesse ich den Rest. Die kommen jetzt. Ey, das reicht schon nicht, Goike. Okay. Einmal noch drüber, komm. Okay. Das soll ja auch was werden. Ja, das ist ja dann, nicht der Anspruch. Ja, ja, ich glaube, ich ist jetzt nicht so relevant, ob die Mandeln fein oder grob sind. Das ist ja nicht der Anspruch. Dann. Das soll ja irgendwas werden, wo man oben wahrscheinlich Mandeln drauf hat. Nein. Glaube ich nicht, habe ich vergessen. Wir machen die rein in den Kuchen. Ich hab das. Guck mal, ich mach das hier ganz fix. Einmal nochmal drüber. Wir machen die in den Kuchen rein. Ems, wie würdest du sagen, sieht das schon aus? In den Kuchen rein machen wir die Mandeln. Ems hat gesagt, dass es richtig das gut schon ist. Mein Problem ist gerade, dass ich nicht mehr weiß, wo wir die Flüssigkeit herziehen. Ob da jetzt so Milch mit im Rezept war oder nicht. Kein Problem.
Ist hier schon wieder der Kopf explodiert? Ja. Ja. Tut es weh? Ein bisschen. Was? Ja, bisschen? Ein bisschen tut weh, ja. Hm. Ich komme mir so dumm vor. Ich fühle mich wie Ems. Er denkt nach. Es tut weh in seinem Kopf. Du bist dumm, Goike. Nein, Ems. Du bist dumm. Oh mein Gott, bist du dumm. Wer jetzt? Du. Ich. Du. Wer? Ja. Auf eine Wehrfrage. Wenn du wüsstest, wie. Auf eine Wehrfrage ist ja eine mir nicht schlüssige Antwort. Kann er leider jetzt den Kontext nicht draus verstehen. So, was hörst du gerade für ein Lied, Rabe? Ist jetzt nicht super gehackte Mandeln und irgendjemand... Was hörst du für ein Lied? Wie bitte? Was du für ein Goike? Lied hörst? Musik? Mhm. Ich? Mhm. Was ich aktuell höre? Ja. Warte mal, ich glaube... Was ist das denn? Don McLean, American Pie. Aber das ändere ich jetzt zu... I Prevail, Gasoline. Ja, gut. Ey, die Mandeln sind so krass geworden. Ja, mach oh die rein Gott. Jetzt da in die Schüssel, sonst weiß ich gar nicht mehr, was ich machen muss. Die sind ein bisschen, die kratzen ein kleines bisschen im Hals so. Ja, weil du das hast die mit Schale genommen. Was jetzt, Goike? In die Schüssel rein. Rein. Rein in die Schüssel. Ja. In die Schüssel rein. Zu den anderen Zutaten, nicht zu dem Ei. Beleidigst du ihn gerade? Soll ich ihm sagen, dass er dick ist? Also, warum bin ich dick? Hast du ein Problem jetzt mit mir oder was? Achso, die kommen in... Was in ist denn jetzt? Ich habe gar nicht mit dir geredet. Sollen die da rein? Zu dem Mehl. In den Bottich, wo Mehl und Zucker drin ist, kommen jetzt Mandeln rein. Ja, ich glaube schon. Das macht ja gar keinen Sinn. Doch, doch, doch. Klar. Doch? Ja, klar. Okay. So. Und da wir hatten eine Zutat mit 50 und eine mit 80 Gramm. Und ich habe die jetzt einfach vielleicht ein bisschen getauscht. Ist schon drin? Versuchst du mir was mitzuteilen? Nein? Okay. Ist das jetzt drin? Die kommen jetzt da rein. Jetzt. Okay, gerade werden, ich erzähle dir ganz kurz, was passiert. Gerade werden 60 Gramm feinst gemahlenste Mandeln in unsere Backmischung hinzugefügt. Das ist jetzt passiert. Gut. Was kommt als nächstes? Jetzt brauchen wir. Ach. Goike weiß nicht so richtig. Zwischen 50 und 80 Gramm. Ist noch nicht so ganz klar. 120, 350, 80. 30, 50 und 30? Zwischen 50 und 80. 50, 80 Gramm. Maybe. 50 oder 30? Genau. Nee, 50 oder zusammen. 80? Zusammen. Nein. Ja, 80. Dazwischen 50. Irgendwas. Lass uns 80 nehmen. Irgendwas davon? Ja, 80 nehmen. Geht's um Schokolade? Ja. 80 Gramm? Ja. Dunkle. Schokolade? Ja. Safe? Ja. Nein, aber ja. Was? Warum isst er sein T-Shirt? Ich mach was klein. Ja. Was mache ich klein? Schokolade? Schokolade. Ich mach das gleiche, was ich gerade mit dem Mandeln gemacht habe, mit den Schokoladen. Ja, aber 80 Gramm. Mit dunkler Schokolade. Ja. Hoher Kakaoanteil. Bisschen bitter. Okay. Mit dunkler Schokolade oder mit irgendeiner Schokolade, die wir hier haben? Dunkel. Mit dunkler, mit T-Shirt-Schokolade. Okay. Das bleibt jetzt mal kurz da. Ich habe hier. Dunkle Schokolade. Er isst jetzt bestimmt ein Stück Schokolade, oder? Ja, 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 laber nicht. Natürlich isst er ein Stück Schokolade, ich kenne ihn. Reift hat. Klar, ich kenne dich. Gelesen wie ein Buch. Dabei kann ich gar nicht lesen. Augenscheinlich, weil ich habe es mir nicht gemerkt. Haben wir jetzt dunkle Schokolade? Ja, klar. Wir haben nicht so viel von der dunklen Schokolade. So, welche möchtest du? Dunkle. Die sind hoher beide dunkel. Hoher Kakaoanteil. Hoher Kakaoanteil. Viel, bitter. Ich soll die hinter mich werfen? Nein. Die nicht schmeckt? Nein. Ich soll bitter. Die nehmen, die nicht schmeckt? Die Schokolade, die Olli in Chili packt. Die zartbitter? Nee, bitterer. Also 70%. So um die 70% Schokolade. 70? Ja. 70%? Ja. Kakao? Ja. Gut. Jawohl, Alter.
Sehr gut. Wie viel Gramm davon muss 80, ich klein machen? Nicht 80. Wie viel Gramm davon muss ich klein machen? Grob klein hacken, weil verläuft ja. Ist ja Schokolade. Das wird alles klein gemacht? Ja. 80 Gramm. Ich nehme das jetzt und mach das klein. 70 Gramm. 80 Gramm. 80 Gramm. Das sind 100. Dann mach 100. 100 ist okay. Ja. Jawohl, Junge. Natürlich. Das, my man. Let's go. So, also wenn das, hätte ich vorher gewusst, dass wir so viel klein machen, hätte ich mir ein anderes Messer dafür genommen. Aber ja, bist ja selber schuld, hättest ja fragen können. Kriegen wir alles hin. Sag ihm das. Sag ihm das. Vorsichtig jetzt. Das, was Ems anzeigt, war also ganz, ganz, ganz vorsichtig. Dünnes Eis, mein Freund. Er hat dunkle Schokolade. Nee, das diskutieren wir jetzt aus. Du hättest ja fragen können, was wir machen. Dann hätte ich dir sagen können, dass du ein großes Messer brauchst. Du bist sehr nah. Ich rede. Habe ich einen Tinnitus? Nee, alles gut. Ich soll das machen jetzt. Ems hat aber nochmal Glück gehabt. Ems lässt dich Spannung aus. Der ist nicht in der Lage, Spannung zu ertragen. Dann geht er kaputt. Hat aber nochmal Glück gehabt. Der hätte einfach jetzt richtig Streit anzetteln. Was hat er gesagt? Er macht einfach keinen Streit. Ems ist halt. Du? Ja. Schwimmst. Warum schlägt er mich Geuke. Jetzt? Ich auch. Wenn ich euch sehen würde. Ach, du versuchst uns zu trennen. Ja. Auseinanderzuhalten. Ja, das funktioniert ja toll. Hast du gerade versucht, du der Diplomatische bist, indem du mich geschlagen hast und das dazu geführt hat, dass er mich auch geschlagen hat? So. Ach du meine Güte. Ich. Ja. Ja, weil er dumm ist. Übelst tatsächlich. Ja. Oh mein Danke. Gott. Ja. Wenn du wüsstest, wie. Ja, ja. Heilige ja. Scheiße. Ja, das 100%. Danke, ja. Gut, die Bestätigung habe ich gebraucht. Okay. So, bin ich der Einzige, der so sieht. Ich mache die Schokolade hier ein kleines bisschen kleiner. Ist die bitter? Ja. Ist ganz schön schwierig. Ich würde ein Stück probieren. Ja, locker. Du willst ein Stück haben? Ja, ob die bitter ist. Die ist gut. Ja. Gut. Abgenommen. Wunderbar. Ich wollte nur an dem Teil des Projektes probieren. Wie klein musst du das gleich werden? Frag für einen Alles Freund, danach wird schwierig. Wehtut. So ist gut? Ja. Aber das ist perfekt. Das sind Kristalle. Die mache ich nochmal klein. Was für Kristalle? So Nein, einmal. Du brauchst so, nur weißt grob. Du? Das verläuft im Kuchen. Mach dir nicht so viel es Arbeit. Ist ausgefälscht. Ja. Es schmilzt. Das kommt in den... Ja. Die Schokolade? Ja. Schmilzen wir? Ja. Im Nein. Backofen? Nein. Ems. Halt mal jetzt die Fresse, Geuke. Ganz ehrlich. Hier hast jetzt mal ganz kurz ein bisschen hier Frosch... Ruhe. Wir packen die Schokolade in den Bottich mit den anderen Sachen. Ja. Und rühren den um. Noch nicht. Und das kommt dann... Nein. Danach? Ja. Packen wir das in eine Form. Ja. Und Nein. packen das in den Backofen. Nein. Und das verflüssigt sich. Das habe ich doch ganz am Anfang gesagt. Also pack das jetzt einfach in den Mehl. Ich mache das jetzt ein bisschen klein. Also, ich glaube, es geht los. Aber es schmilzt doch. Was, Geuke? Was? Es schmilzt. Es muss nicht klein. Nein, Medic. Alles gut, alles gut. Top. So, guck mal hier, zack. Das heißt, ich hätte die schon gar nicht so klein machen müssen, weil die ja sowieso gleich klein wird. Ja, gut. Ja Mensch. Ja, ja. Fantastisch, ich habe jetzt semi-kleine Schokolade. Ja. Kommt das jetzt da mit rein? Wo ist da? Also in unseren Bottich. Mit Mehl. Es kommt Geuke. Ja. Liebster Geuke. Ja. Mein Hauptstadtfreund. Ja. Kommt die Schokolade, die wir gerade klein gemacht haben, mit in das Zeug, was wir eben klein gemacht haben? Ja. Ja? Ja! Wunderbar. Sicher? Ja. Ja. Yeah. Fantastisch. Gut. Ich habe das Gefühl, dass da noch Milch und Eier fehlen. Das ist auch mein Gefühl. Ich habe so mal als die Zutaten nicht mehr Gedanken, Anstoß. Oh, ich weiß, was ich vergessen Ach, du hast habe. Vergessen. Ganz am Anfang habe ich was vergessen. Oh, ich bin so dumm. Warum hast du das denn nicht mal irgendwie vorher angeguckt, das Rezept? Ich hab das Wichtigste vergessen. Göck hat keine Ahnung. Gedankenblitz. Ein
80. Ja, sehr gut. Gramm Butter. 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 Ah, er hat einen Step vergessen. Ja. Wo und wir gehen jetzt raus? Nein. Step 1. Ja. Okay. Butter. Step 1. Butter. Steif, fett, was? Ja. Was war das nochmal? Butter. Spielen. Nee. Bro, das ist das Problem. Eben hast du so gemacht und dann ist steif rausgekommen. Das ist jetzt, ja, Bauchfett. Ja, Butter. Butter. Korrekt. Jawohl, Junge. 80 so. Gramm. Weiß sollen sie sagen. 80 egal, Gramm Butter. Scheiß drauf. Egal. 80 Gramm Butter? 80 Gramm Butter. Egal, komm ob weich damit oder nicht. Rein. Ja. 80 Gramm Butter kommen. Ich meine, die haben Mörtelmasse vorhin gemacht. Wir können nicht allzu. Guck mal, das ist so geil. Die haben hier hinten so kleine Dinger drauf. Dann kannst du direkt. Ich weiß, jetzt muss ich da machen. Dann sind 80 Gramm Butter. Ich messe das gar nicht. Ganz ehrlich, ich bin so confident der Sache gegenüber. Ich messe das gar nicht. Oh, Linkin Park. Nice. Das ist go. Eine Verpackung von einer Schokolade. Vollmilch. Bist du dumm? Zartbitter. 70%. Orange. Ja. Okay. Nix. Oh, warte mal. Jetzt habe ich mir aber die. Scheiße, das war ja lost. Jetzt habe ich ja mein. Jetzt habe ich mir das ja weggemacht. Oh. Ich muss es doch messen. Schade. Ich habe mir das weggemacht, womit man es messen kann. Kind of shit. Mit der Waage. Displays. So, 190. Ich sag mal so, würde ich sagen, so 80 Gramm, würde ich sagen. Ja, 80. Das wird ja eh alles. Bitte? 80. Was der Golke möchte ganz kurz die. Was? Alter! 83 Gramm. Gut. Diese Maske, die du aufhast, Golke, ja. Tut dir an den Augen weh. Nein, gar nicht. Nein. Tut sie nicht? Nein. Sicher? Ja. Ja? Ja, okay. Wir haben 80 Gramm Butter. Was tue ich damit? Die kommen mit in den Topf mit allem anderen Zeug. Ja, kommt das mit in unseren Bottich? Wunderbar, prächtig. Ist im Bottich drin. Gut. Was jetzt, lieber Golke? Was steht als nächstes auf deinem Rezept? Gehst du mal einen halben Schritt nach rechts? Ich muss mal ganz kurz die Hände waschen. Junge, ich hab dich doch jetzt. Sei mal nicht so überdramatisch. So gehst du mit mir um. Junge, Golke, jetzt laber mal endlich, ansonsten ja, kommen wir hier gar nicht zu nix, Alter. Die ganze Zeit sind wir hier am Machen. Du bist da nur am dumm rumstehen. Wir versuchen hier ein bisschen zu arbeiten. Und du kriegst es nicht hin, die ganze Scheiße jetzt mal ordentlich zu machen, Alter. So, viel Spaß, Ems. Ein Teelöffel okay. Vanillepaste. Als nächstes streichen wir da etwas drüber. Nein. Wir rollen das um. Wenn jemand was erklären muss, dann schon so macht. Okay, Ems. Wir machen das, ich leite dich da durch. Wunderbar. Warte, ich passe das mal rum. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben nämlich, also wir machen die selber, weil wir sind gut. Das heißt, wir Golke. Nehmen das Erklär Mark das mal ein kleines bisschen besser. Einer halben Achtung, Vanilleschote. Ich mal ins Haar. Das Mark so, einer halben Vanilleschote. Oh boy. Hefe. Nein. Gar keinen Fall. Cookies. Vanille. Ja. Die halbe Schote. Mark einer halben. Das war schön, Ems. Das war schön. An die so, Ems, kleiner. Vanille. Kratzen wir jetzt aus. Eine halbe Schote. Eine halbe wir Schote. Wir schneiden die einmal in der Mitte durch. Wir halbieren die. Ja. Und kratzen die aus. Eine halbe Junge, Schote. Junge, ey, ich bin doch Koch. Junge, ganz ehrlich, wer ist dieser Björn Freitag, Alter? Ich bin relativ Rabe. Er soll ein bisschen gucken. So. Okay. Wenn das nicht so viel ist, dann soll er eine ganze nehmen. Wir haben zwei, ich könnte zwei nehmen. Wie viel nehmen wir? Ja, wir halbieren das. Eine. Beide. Eine halbe. Eine? Eine ganze halbe. Eine halbe. Wir halbieren die? Und nehmen eine halbe. Junge, was? Wie können wir es eigentlich schaffen, dass ich Vanilleschoten halbieren hinkriege, aber du kannst mir nicht sagen, wie viel davon? Eine? Halbe. Schaben wir aus, nachdem wir sie halbiert haben. Ja. Boah, geil, ich liebe Vanille. So. Zack, mal wieder zu. Können wir dann mit weiteren Verlauf benutzen. So, der Trick ist, Achtung, warte mal, wir machen ein Kochformat.
Grüßli Müsli, Freunde. Ich zeige euch heute, wie man ordentlich eine Vanilleschote aufmacht. Heute dabei habe ich Mr. Ems und Goike. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Guckt mal, ihr setzt euch hin, legt die Vanilleschote ordentlich irgendwo drauf, wo ein bisschen drauf. Einmal ganz kurz ein kleines bisschen flach, damit ihr die einfach ein kleines bisschen besser aufschneiden könnt, ne? Bis zum nächsten Mal, ihr Rüppel. Und dann schaben wir sie aus. Was hat er gesagt? Laber nicht. Okay. Perfekt. Schönes Feedback. Gerne wieder. Guter eBayer. Hinten einmal ganz kurz abmachen. Hab ich ja. Und dann einmal in der Mitte kurz durch. Ich glaube, ich habe keins mitgebracht. Oh Gott, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich gehofft hatte. Wie viel ist aber das? Aber kein Problem. Wie viel kommt er, bekommt er da raus? Das ist doch eine Junge, beruhig dich jetzt mal ein bisschen, ansonsten gibt's Prügel. Aber ich möchte doch nur wissen, wie viel da rauskommt. Ich arbeite da dran, damit der Vanille. Okay. Kann ich schon mal. Das ist halt schwer, die aufzubekommen, was soll ich denn sagen? Du musst, nimm doch ein Messer. So. Jetzt klapp mal die kurz auf und dann. Ich schab die Vanille einfach da rein. Ja, die Frage also, ist, wie viel kommt aus einer halbe raus? Ist ja kein Problem. Ich ja gerne auch. Mache ich doch alles gerne. Ems, hast du das versucht zu übersetzen? So. Ja, Alter, wenn du wüsstest, wie. Gut, aber ich habe keine Antwort darauf gekriegt. Ja, ich arbeite da dran. Ich schabe das aus. Mhm. Guck hier, die erste ist schon ausgeschabt. Ist auch ordentlich gemacht. Wie, was meint er mit der ersten? Die erste Hälfte eine ist halbe. Quasi schon drin, kommt auf die Butter mit drauf. Stopp. Wie viel ist da jetzt drin aus der ersten Hälfte? Eine Fingerspitze. Boah, dann machen wir noch eine. Ist okay, ne? Ja. Na, die zweite auch noch ganz schnell damit rein. Es ist ja so, Schokolade und Vanille kannst du ja auch schwer einfach zu viel machen, ne? Na, ich glaube, Vanille also, die schon. Die schmecken ja einfach immer in jeglicher Art. Decorates me. Aber das hört sich scheiße an, wenn ich singe. Sorry, Chat. So, großartig. Wunderbar. Ja, wir haben jetzt eine Vanilleschote komplett drin. Und das war vielleicht viel egal. Achtung, ich mache hinter dir auf. Haben wir. Weißt schon? Haben wir. Ich habe es vergessen, weil mein Kurzzeitgedächtnis habe ich verloren. Haben wir schon Marzipan da drin? Oh, weiß ich nicht so ganz genau. Sag ich dir, wie ist. Nee, machen wir so bestimmt nicht. Ich glaube, es geht los, Alter. Was glaubst du eigentlich, dass du bist? Haben wir noch keinen Marzipan? Bist du blöd? Solange du in meiner Küche stehst, machen wir das bestimmt nicht. Okay. Gut. Dann brauchen wir jetzt Marzipan. Weil es ja ein Schokomarzipan. Nein. Wir brauchen keinen Marzipan. Doch. Es ist ein Schokomarzipan. Haben wir schon Marzipan? Ich sage nein. Aber dann ist die Antwort auf beide meiner Fragen nein, das kann nicht sein. Gut, Cut. Vielleicht. Wir machen da jetzt einen Cut drunter. Ist in dem Bottich mit dem Mehl bereits Marzipan? Junge. Nein. Gut, dann nehmen wir jetzt Marzipan. Nein. Ja. Nimm jetzt Marzipan. Maybe. Sag mal, macht ihr irgendetwas miteinander? Ich stelle seit 10 Minuten die gleiche Frage und sie ist jedes Mal eine andere Antwort. Ist... Da rein kommt jetzt was. Also, was kommt als nächstes in unsere Schüssel? Oh Gott, ich schwitze vor Wut. Ja. Oh, das wird jetzt schwierig. Ja, wir haben das mit der Vanille hingekriegt. Wir suchen etwas, was wir klein schneiden. Schon wieder. Mhm. Warum höre ich Ems Geräusche machen? Nein! Okay. Oh, was könntest du mir damit sagen wollen? Irgendwas Viereckiges, Rechteckiges. Wieder Butter. Nein. Ist nichts Fettiges. Doch, schon ein bisschen. Ist was Fettiges. Ein bisschen. Weiß ist ein bisschen fettig. Weiß ich nicht, ob das fettig Öl. Ist. Öl. Nein. Glasur. Nein. Marzipan. Marzipan. Ja! Nein!
Wie viel Marzipan? Also im Rezept steht 50, aber also wir haben bei allem ein bisschen mehr gemacht. Also machen wir so... schon ein gutes Stück. 53 bis 80. 5. 63,5 Gramm. Noch so ein Ding Augenring. 500? 50. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 53. Ja, eine Handvoll. 5 Gramm. 63. 5,5 Gramm. 63. 7 Gramm. 63. 70 Gramm. 63. Kannst du dich entscheiden, bitte? Ich sag seit 10 Minuten 63. Wo geht's? 60 Gramm. Naja, okay. 30 Gramm? Nein. 3 mal 60 Gramm? Nein, 60 Gramm. 60? Ja. Ich? 6. Ja. Minus 3. Nein. Plus 3. Ja. Und dann 3. Ja. Dritteln. Nein. 63 Gramm. 63? Ja. 63? Wem willst du das erzählen? In keinem Rezept der Welt steht 63 Gramm Marzipan. Sag ihm, weil das hochskaliert ist. Wir müssen höher werden. Wir machen das einfach. Ja. In keinem Rezept der Welt wird 63 Gramm Marzipan stehen. Laber doch nicht. Also so ein Klumpen ist 200. Ja, 60. Und wir haben da viel von. Sicher, dass es 63 sind? Ja. 6. 60. Ja, sag doch einfach ja, Ems. Nee. Jetzt war mal 63. Ja. Kannst sowas von die Fresse halten. Und wenn es scheiße schmeckt, ist das der Grund. Okay. Aber ist Marzipan mal, nicht auch aus Mandeln? Jetzt Tara. Jetzt nochmal Tara. Dann sind da ja Mandeln und Mandeln drin. 200, 100, 60. Nein, 60. 60. 6, 0. Ja. Okay. Das ist gut. Das 49. Ja, ein bisschen noch. 52. Ja. 53, 55, ja. 57. Ja. Entscheid dich! 60. Noch ein bisschen was dabei. Es ist nicht die beste Waage. Ja. 59. Ja, passt. Passt. So, das reicht jetzt. Ja. 60? Ja. 61? Ja. Komm. Naja, 61. Geil. Nehmen wir. Wenige wissen, dass bei Rezepten, die wir machen, immer Marzipan, wenn da Marzipan reinkommt, gibt es eine, wie wenn du in eine schöne Stadt kommst, bezahlst du da Kurtaxe. Ja. Wenn du ein Gericht machst mit Marzipan, was lecker ist, Marzipan-Taxi. Gibt's eine Schlo-Taxe. Ach so. Schlo-Marzipan-Taxe. Ja. Plus, du gibst immer so ein ganz kleines Stückchen einfach zur Seite, wenn der irgendwann mal reinkommt. Ja. Wir haben jetzt 70 Gramm Marzipan. Kann ich meine Augen hier weiter öffnen? Guck mal, gucke ich jetzt erschreckt? Ja. Gott. Wenn du wüsstest auch. Okay. Gut. Jetzt erzähl mal weiter. Was danach? Das hacken wir jetzt ganz klein. Das machen wir jetzt klein? Das Marzipan? Ja. Junge, ich pack das da rein, da ist auch nichts. Als, da muss ja auch alles klein werden. Warum soll ich denn das Marzipan klein machen, aber die Schokolade nicht? Ja, wir mixen das ja noch. Alles gut, macht ja Sinn. Soll ich das Marzipan in die Schüssel mit eingeben? Ja. So, und jetzt beginnt so ein bisschen mein Problem. Ist soeben vollführt. Jetzt weiß ich... Ich keine Ahnung, was als nächstes. Korrekt. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr, sehr trockener Teig. Da okay, wird noch Ei rein müssen, da wird noch Milch rein müssen. Genau. Wir machen das jetzt, dass das... Gölke redet. Du versuchst ihn zu verstehen. Ja, das ist ja scheiße, wenn ich drüber rede dann, ne? Erzähl doch nochmal. Wir machen jetzt, dass das ein bisschen... Sweet Caroline. Oh, oh, oh. Also wir machen jetzt, dass es ein bisschen geschmeidiger wird. Und dafür nehmen wir nämlich allseits bekannt einen, und jetzt wichtig, Ems, ganz wichtig, hörst du mir zu, Ems? Einen Teelöffel, den kleinen Löffel, Backpulver. Mhm. Wir rühren jetzt was? Nein. Wir rühren was an? Nein. Wir machen uns einen Kakao? Nein. Ein Käffchen? Nein. Milch? Nein. Wir machen ein klitzekleines bisschen etwas da rein, was man trinken kann. Nein. Amaretto. Nein. Honestly? Nein. Ja? Nein.
Ja, erzähl weiter. Mach hin jetzt. Was kommt als nächstes? Ja, immer noch ein Teelöffel Backpulver. Weiter. Ein Teelöffel Backpulver. Ja, wir nehmen etwas Kleines. Ja. Etwas Langes. Naja, nee. Gibt auch kurze Löffel. Wir packen da eine Superheldenmaske rein. Nein. Er macht so. Ich denke mir. Was? Junge. Was will ich da reinpacken? Ja, wir rühren es um. Das ist umrühren. Was willst du von mir? Wir rühren nichts um. Guck, ich habe immer weitere Augen. So. Ein Strohhalm. Ein Löffel. Was versucht ihr gerade? Einen großen Löffel. Einen kleinen Löffel. Einen kleineren Löffel. Ja. Einen Teelöffel. Ja. Korrekt. Gute Arbeit. Backpulver. 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 Ich habe jetzt einen Teelöffel. Gut. Und dann nehme ich jetzt, irgendwo mache ich einen Teelöffel von etwas drauf. Ja. Und pack den da rein. Ja. Einen flachen Teelöffel. Nimm, ja. Ja, wir haben nicht so viel Mehl, einen kleinen. Na ja, so einen kleinen Teelöffel. Etwas Rundes. Ein Löffel ist rund, ja. Aber Backpulver. Ja. Ich mache es auf, dann tue ich den Löffel rein und dann hole ich es raus. Ja. Und pack's da rein. Ja. Was denn? Backpulver. Eine neue Schüssel? Backpulver. In einer. Keine Schüssel. Das davon. Ich nehme. Backpulver. Ja. Backpulver geht auf. Warum nicht so viel? Soll ich das vermischen? Nein. Ich höre nur seltsame Geräusche von Ems. Nein. Kein Ei. Ich versuch's wirklich. Steht's hier irgendwo? Ich könnte in einer Schublade sein, vielleicht. Kakao? Nein. Milch? Nein. Eier? Nein. Mehl? Zucker? Nein. Backpulver. Zwiebeln? Nee. Backpulver. Ja, ja. Halt mal die Klappe jetzt, Goldke. Ja. Chef kommt. Ja. Das ist eine Schüssel. Richtig. Und das soll groß werden. Hochbacken. Ja. Backpulver. Danke, ja. Vielen Dank. Oh, sehr gute Arbeit. Alter, ganz ehrlich. Sehr gute Arbeit. Was ist denn das hier, bitte? Sehr gut. War das der Chef, der uns gerettet hat gerade? Ja. Danke dafür. Einen Teelöffel Backpulver. Ja, einen kleinen. Nicht gehäuft. Vanille, ne? Nein, Backpulver. Also. Einen kleinen Löffel. Zwei Teelöffel ist ein Päckchen. Wir nehmen nur einen Teelöffel. Ja. Also einen flachen kleinen, oder einen flachen, großen? Einen flachen. Ein kleines bisschen abgeflachten Teelöffel. Ja. Rolling. Goldke, was jetzt? Gut. Jetzt ist wichtig, wir müssen uns jetzt beraten. Was? Kannst du das nochmal sagen, damit wir es auch alle hören? Wir müssen uns beraten. Außer ich. Ich höre ja nichts. Wir müssen jetzt zusammen gucken, ob wir das hier zu dritt hinkriegen. Ja. Wie kriegen wir Flüssigkeit da rein? Nee. Nein, bist du los? Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Gut, dann denke ich mir. Kannst du das nochmal erklären? Nee, Ems schafft das nicht. Goldke, bitte, wir versuchen hier mit dir zu arbeiten. Das machen wir da das Ei rein? Einfach, ne? Wir versuchen das hier zusammen zu machen. Es hilft nicht, wenn du jetzt hier einzelgangerecht durchkriegen möchtest. Machen wir das Ei da rein? Raff dich jetzt! Ich würde sagen, ja. Hauptsache, wir haben den Backofen vorgeheizt. Ich würde sagen, vor einer Stunde. Wir machen da jetzt einfach das Eigelb rein. Ja. Ja. Chat. Oh, das, was draußen ist. Das Eiweiß. Was machen wir damit? Das kommt da rein. Das hätte ich vergessen jetzt. Ist der vorgeheizt? Ja. 180 Grad, Ober-Unterhitze. Ja. Ja. 24-7, never begging for a rain check. Ja, ich weiß doch auch nicht. Keine Ahnung, das ist trocken, ne? Die Taxe. Extra abgeschnitten. So, wir haben jetzt das fluffige Eiweiß, was kühl ist. Ja, das stellen wir dahin erstmal. Das lassen wir erstmal weg? Ja. Das macht ja Sinn, wir holen es, aber brauchen es nicht. Und jetzt machen wir das Eigelb. Was denn als nächstes? In die Schüssel. In die Schüssel mit dem Mehl. Das Eigelb. Ja. Was machen wir mit dem Eigelb? In die Schüssel. Das kommt da jetzt rein. Nicht in die Eiweißschüssel. Nee.
Es kommt in die Butter, ich nehme das. Zucker, und da kommt das Eigelb rein. Vanilleschüssel. Das Eigelb kommt jetzt in unsere noch nicht Mischung. Genau. Okay. Ich finde, man hätte das durchaus als erstes machen können. Ja, war aber so viel lustiger. Aber ich bin hier ja auch nur ausführende Kraft. Ich habe es einfach vergessen. Sicher? Ich war mir nicht sicher. Eigelb. Jetzt bin ich mir sicher, ja. Weil es ist jetzt schon echt ein bisschen geronnen. Rollen. Ich kratze das mal ein kleines bisschen aus. Sollte sich das schlecht anhören, tut es mir leid. Okay. Yo. Der geht aber hart. Wer geht hart? Der Triple Chocolate Muffin ist gut. Wo geht wer hin? Wir unterbrechen die Produktion ganz kurz für ein Quick Live Tasting. Wer ist denn jetzt hier? Ich muss hier ja eh auskratzen, Sekunde. So. Oh. Hier sind mehr Leute. Ich spüre das an der Akku. Dankeschön. Oh, die sind sehr, sehr leicht. Das ist ein gutes Zeichen der Fluffigkeitshalber. Na, in dem Sinne, ne? Prösterchen. Die sind sehr lecker. Ich esse gleich noch ein Stück. Mmh. Also die sind sehr schokoladig. Kann ich bitte was zu trinken haben? Eine Mezzo-Mix oder sowas? Den Geschmack, den hinterlässt, wenn es weg ist, ist schön. Es klebt an meinem Gaumenfett. Es kommt nicht mehr ab von meinem Gaumen. Danke auf jeden Fall. Super lecker. Danke, Hugo. Großartig. Hugo. Mm. Es klebt auch überall jetzt. Ja. Mhm. Aber es ist schokoladig. Das nicht. Also bei aller Liebe. Ich nehme noch ein. Hier sind sehr viele Menschen, habe ich das Gefühl. Kann mir das einer bestätigen? Das ist Hand. So, weiter geht's. Das ist Hugo. Wir können ja auch nicht ewig machen. So, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Da ist jetzt das Eigelb drin. Was kommt als nächstes? Das Eigelb ist da drin. Tun die Augen weh? Nein. Ist da das Eigelb drin? Weiter. Gut. Weiter. Mischen. Weiter. Umrühren. Ja. Das da? Ja. Das ist sehr trocken. Ja, da kommt ja gleich noch der, also das muss einmal vermengt werden jetzt. Vermeng das jetzt. Mit den Händen kneten? Nein, mit der Maschine. Mit den Klebearsch. Ja. So, Vorsicht. Okay, ich bin der Meinung, da fehlt noch was. Aber hey. Ja, mach einen Schuss Milch rein, komm. Shotgun. Ich soll da reinschießen. Ja, gar kein Problem. Einen kleinen Schuss Milch. Was kommt da noch? Da kommt noch was rein. Ja. Milch. Ein bisschen. Kleinen Schluck. Weiß nicht, ob das schlau ist, aber wir machen das. Komm, ein bisschen rein. Kann ja nicht schlecht werden. Also, es ist halt ein Kuchen, da kommt immer Milch rein. Dolke. Ja, 50 Milliliter. Ich gebe dir die einmalige Möglichkeit, jetzt einmal zu nicken oder nein zu machen, auf meine einzelne Frage. Mhm. Kommt da jetzt Milch rein? Milliliter. Korrekt. Ich hab mich die Zahl ausgedacht. Haben wir nicht. Muss. Die haben ja vorhin nicht einen Liter Milch. Also kann auch sein, dass wir haben, aber ich sehe es nicht. What? Ah. Die haben noch nicht einen Liter Milch in die Muffins gehauen. Die schmecken nicht nach einem Liter Milch. Du hast Kinder, Mann! Die sehen dich doch auch im Internet und alles. Wie willst du denen das erklären? Das frage ich mich auch. 62. Ja, passt. Am Ende egal, würde ich sagen. Ich lache ganz doll, wenn da gar kein Mensch reinkommt. Ey, wirklich. So, jetzt mach das mal zu einer schönen Masse. Transformier das mal. So. Stopp! Da kommt jetzt noch Fett. Stopp! Haben wir eine Kuchenform, rund.
Ne. Wie kann die Antwort? Ja, was soll Ems denn jetzt dafür machen? Ja, du hast doch gesagt, wir sollen es machen. Ja, aber hier muss doch irgendwo eine Kuchenform sein, eine Runde. Da kommt doch was rein? Nein. Wir rühren das jetzt um. Okay, machen wir später. Wir füllen das um. Nein, wir rühren das jetzt um. Wir rühren das jetzt erst. Laber keine Scheiße. Wir rühren das jetzt um. Rühr das um. Ich höre es nicht rühren. Ich höre es rühren. Ich mache erstmal ein bisschen langsam, weil das echt trocken as fuck ist. Ich meine, da ist halt 50 Gramm Mehl mit 5 Milliliter gefüllt Milch. Turbo viel Zucker, turbo viel Marzipan und so. Okay, langsam wird's. Ich weiß nicht. Ich glaube, da fehlt was. Ja, da kommt ja gleich noch der Eierschnee rein. Es kann, das, kann da nicht noch irgendwie... Da kommt der Eierschnee doch so? Noch. 80 Gramm Joghurt? Mhm. Ja. Mensch, den habe ich ja hier sogar. Den habe ich ja auch da hingestellt. Oh Gott. Schön. Dann hätten wir die Milch nicht gebraucht übrigens. Kannst du mir einen Löffel geben? Danke dir. Wie viel ist denn das? 500 wahrscheinlich, ne? Ja, denke ich auch. Ja, mal kurz 80. Mal gucken, wie viel das so ist. 80. 35. Ja. 37, 60. Ja. Nochmal ein bisschen oben drauf. Ja, 60 passt auch. So, um den Dreh. Wir haben jetzt 81, schon ein bisschen Melch drin. Dankeschön. Vorsicht. Bitteschön, gar kein Problem. Habe ich sofort dran gedacht. Als erstes war das auf meiner Liste. Mensch, wie schön das klebt, wenn da was ist, was ein bisschen Feuchtigkeit reinbringt. ehrlicherweise, wir hätten die Schokostückchen noch kleiner machen sollen, weil da sind jetzt so kleine Stolperfallen aus Schokolade drin. Ja, dann mach einfach ein bisschen Dollar an. Der zerhäckselt die schon. Ja? Ordentlich ballern? Ja. Jalla, und los. Ist jetzt geballert? Warte. Malheur. Okay. Jetzt. Ja. Ist das jetzt zusammen in so einer Masse? Ja, ja, ja. Klar. Was, was denn auch sonst? Wie denn auch sonst? Okay, stopp, kurz. Halt die Fresse. Stopp! Halt mal die Fresse, Gott. Ist das jetzt schon fertig? Ich. Ja, ja. Ja, bitte. Ist der Teig jetzt schon in einer Masse, der fertig ist? Hyper, hyper, you're pretty and alive. Weiter. Okay. Und Feuer. Ich mach nicht so schnell. Ich hab das Gefühl, das ist nicht so gut. Ich sehe das als ja Nein. Auf der Seite und so. All night long. Chat, wie ist für euch so? Alles cool? Ist lustig? Oder habt ihr schon Mitleid? Was? Was? Warum lachst du? Diese Waschmaske. So, wie das ist jetzt ja schon cremig so, ne? Gut, also fertig, cremig stopp. Mit Stücken aus Schokolade. Stopp! Jetzt brauchen wir. Die brauchst du noch. Wir haben noch lange nicht alles benutzt, was da steht. Die brauchst du noch. Ja, sorry. Brauchst du nicht abklopfen, sorry. Wir brauchen das Gerät noch. So. Wir nehmen uns eine Kuchenform. Rund. Eckig, ist mir egal. Eine Form. Korrekt. Mhm. Eine Rundform. Die wir haben. Okay. Form haben, oder? Ja.
Das ist eine runde Form, ich höre das. Er hat sie in der Hand. Ja, ich höre das. Sie ist nicht rund. Das ist ein Toastbrot. Ja. Mhm. Eine runde Form. Ja. Mhm. Wir suchen eine Form. Okay. Ist das ein Toastbrot? Das ist kein Toastbrot. Das ist ein Toastbrot. Wo? Hier ist das Toastbrot. Da nicht. Mhm. Oh Mann. Alter, wie war das denn da drin? So. Hier ist keine Form. Da sind Unterformen. Was sind Unterformen? Achso, die sind die Böden, ja, ja. Ja, ja. Ahnung. Wo würde man eine Form hin tun? You're pretty and I like ya. Crazy. Wo Form? Weiß ich nicht. Wie weißt du nicht? Woher soll ich denn wissen, wo die Form ist? Guck mal kurz was. Ja. Das ist jetzt lustig. Ich kann mit Ems gar nicht kommunizieren, weil er ja gar nicht reden kann. Ems kann ja gar nicht reden. Ems, wie geht's dir? Gut, ja? Freut mich. Mir auch. Glaubst du, das wird was? Ja, ich auch. Ja, keine Ahnung. Ehrlicherweise. Gut. Keine Ahnung, wo Form. Ja. Warte mal, geh mal ganz kurz bitte aus dem Weg. Ja. Da auch nicht, da auch nicht. Ich guck mal kurz unten. Ja. Wir machen auch Muffins draus. Das ist auch gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Da müssen wir nur die Backzeit ein bisschen anpassen, denke ich. Plus, minus. Irgendwie so im Dreh. Dann kann man die einfach nehmen. Ems, bist du noch da? Ja. Ich hoffe, es war Ems. Es ist gruselig, wenn es nicht Ems ist. Könnte Hugo sein. War romantisch. So, also ich erkläre dir schon mal den Plan. Dann kannst du das ja schon mal für dich verarbeiten und dir vormalen, was du gleich möchtest. Wir müssen gleich den Eierschnee sanft unterheben unter den Teig. Und wenn der untergehoben ist, nicht mehr weitermachen, weil das so schön fluffig bleibt. Hast du das verstanden? Gut, dann machen wir das in die Form. Ich habe leider vergessen, ob man die Form fetten muss. Achte drauf, wenn das eine Springform ist, dann nicht, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber das macht ja Sinn, weil die geht ja auf. Was wollen wir nicht fetten? Und dann ein... Ja. Wenn nicht, dann fetten wir die. Aber nur, wenn die keinen... Ich weiß nicht, warum heißen die Springformen? Die springen gar nicht hoch. Die gehen ja nur auf, so zur Seite. Die sind so Öffnen-Dinger. Klick. Ja. Und dann sind wir fertig. Glaube ich. Ich bin der Meinung, dass ich eine Zutat vergessen habe. Ich ziehe in meinem Kopf nochmal auf. Wir hatten 120 Gramm Mehl. 80 Gramm Butter. Dann hatten wir Vanille. Dann hatten wir Backpulver. Joghurt hatten wir auch. Da bin ich ganz alleine drauf gekommen. Wir haben Milch drin, die gehört da nicht rein, weil haben wir ja Joghurt. Ne? Das war ja klar. Marzipan drin. Mandeln drin. Schokolade drin. Eigentlich alles drin. Es sei denn, ich habe die andere Schokolade vergessen. Die ist rund. Was war das? Die ist rund. Die ist rund. Große oder kleine? Kleine. Ja, wer kleine. Weiß. Das müsst ihr entscheiden. Ich sehe nicht, wie viel Masse an Teig das ist. Entscheidet bitte an der Masse an Teig. Also ich würde die kleine nehmen. Gut. Weil die große hat doch keinen Boden. Gut. Ruhig, ruhig, ruhig. Kein Feueralarm. Ruhig, alles gut. Alles gut. Ich hab gedacht, Hugo hat elfmal so, geraucht. So, ich fülle das jetzt da rein, oder nein. Was? Nein. Wir machen das natürlich erstmal mit Butter und Backpapier. Ist das eine Spring... Ja. Wir glauben dem Mann, der hat schon mal... Butter? Der hat bei... Nur Backpapier, Butter? Nur Butter? Wie du denkst. Nur Butter wahrscheinlich. So wie du denkst halt. Wie Anke das macht. Wir machen einfach. Gut.
Ich spreche doch stupid. Ja, danke. Ja, fließend Ding. Augenscheinlich. Ist ja absolut kein Ding. Ah. Das ist deine Erstsprache, ne? Ich drehe mich jetzt schon weg, er hat's verstanden. Warum lacht der? Okay, hast du nicht verstanden, alles gut. Erklär's ihm nicht. Ich brauche ein Stück Folie, bitte. Folie? Wozu brauchst du Folie? Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Ich habe gehört, wie er ein Messer gezückt hat. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich würde einfach versuchen, langsam aus der Küche zu schleichen. Ich pack da jetzt Butter rein. Und dann, oh. Okay. Ja, machen wir da ein bisschen. Abgesehen. Halt mal. Ja. Guck mal, wird das hier so ein kleines bisschen so gemacht. Und dann kannst du nämlich, wenn du das musst so gut mir machst, geben, auch die Seiten halten, ordentlich mit einwaschen. Eindingsen. Ich muss nicht halten, hast du fallen lassen. Was denn? Ja, ist gut. Nein, okay. Ja. Und dann können wir das gleich einfüllen? Nein. Und dann kommt... Nein. Nein, wir füllen das doch nicht ein. Nein. Warum würde ich dann das machen? Ja, das ist der nächste Step. Ein Step davor noch. Warum mache ich das? So, du nimmst... Weil wir es dann haben. Ja. Aber die trocknet. Ja, wir brauchen 4 Sekunden gleich. Ich habe die jetzt eingebuttert. Gut, dann nimmst du dir da. Jetzt den... Wohin? Vorsicht. Du musst nur einmal kurz dein Bein hochmachen. Gut. Ich wollte mir gucken, ob es Ems ist, aber es ist viel zu als weit als nächstes. Hoch. Ja. Ja, als nächstes Goldgefrosch. Ach so. Du nimmst jetzt den Eierschnee. Wir rühren es um? Nein. Das Eischnee, genau. Eischnee weiß-gelb. Hebst du jetzt unter. Ah, das müssen wir unterheben. Ja. Ich darf gestehen, das hat noch nie so gut funktioniert bei mir, ne? Ich sag, wie ist. Wie hat der denn das verstanden? Wie mache ich denn das? Krass. Was denn jetzt? Machen wir es unterheben oder machen wir es unterrühren? Ah, so dass es fluffig bleibt. Wir heben es unter. Damit es aufflufft. Ja. Also heb ich es unter? Ja. Wie macht man das? Ich weiß nicht, wie hebt man das? Allzweckgerät? Oh, was ist das Allzweckgerät? Ein Schneebesen? Vielleicht ein Schneebesen. Ich mach das mit meinem Allzweckgerät. Ja. Er hebt schon unter, ich hör's. Nein. Nein, okay. Eischnee. So, Eischnee ist drin, jetzt wird er untergehoben. Ganz langsam. Und wenn untergehoben ist, stopp. Mit Gefühl. Mhm. Da 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 da. Okay, ich hab gehört, irgendjemand singt. Mhm. Das hört sich sehr gut an. Na, guten Konsistenz. Warum ist es gewandert? Was? Ich hab nichts gesagt. Guck mal doof, danke. Warte. Ich guck entsetzt. Er sieht aus wie ein Frosch. Hm. Ja, na Mensch. Gut, okay. Ich muss mal ein bisschen hier... Ja. Ansonsten kommen wir ja zu nix. Ja, ist fertig. Ja, es dauert noch ein bisschen. Okay. Wir kommen dahin. Ja. Yeah. We are getting there. Ja. Noch ein bisschen, guck mal, dann ist er auch, hat er sich gut verflufft, würde ich sagen. Ja. Geht schon. So. Also ich würde sagen, das Ei weiß-schneegelb hat sich jetzt vollends mit unserer Knetmasse zusammen in die Form. Homogenisiert. Und jetzt wird das in die Form eingefüllt. Ich möchte anmerken. Da sind immer noch echt viele Schokosachen, die noch nicht drin gewesen sind. Ne? Aus eigenem Interesse. Ich glaube, die liegen da aus Verwirrung. Hat er vergessen? Nein. Kommt später? Nein. Das explodiert. Mach einfach so eine Tüte Schoko. Nein, das diskutieren wir jetzt aus. Was ist mit der Tüte Schoko drauf? Soll das rein? Soll das nicht rein? Ja, so eine Tüte Schoko Drops. Mach die rein. Nein, erstmal nicht. Doch. Kommt später? Nein, jetzt. Jetzt? Ja.
Das können wir da reinstreuseln. Ja, ja, ein bisschen, klar. Ja, dann. Siehst du? Das ist wieder so ein Ding. Hätte ich das nicht angesprochen, wäre das nicht passiert. Ja, steht auch nicht im Rezept, aber ich mag Schokolade. Gott, ich hätte jetzt hier so Choco-Chunkies. Ja. Prost. Ja, ist gut, ja. Ist gut. Ist gut. Wie viele davon? Ja, Pi mal Daumen. Wie viele? Ja. So, das schmeckt. Alle? Ja. Nee, nicht alle. Jetzt langsam unterheben. Gib her, ich halte die Tüte. Es gibt nichts. Es gibt sowas wie. Ich halte die Tüte. Zu viel Schokolade gibt's nicht. Was denn? Was? Was? Okay, jetzt rühr die noch so ganz leicht runter und dann in die Form. Also, sollte das jetzt ein Fehler gewesen sein, möchte ich das auf die unklare Anweisung meines Pandomimikers hinweisen, ganz kurz. Da kann ich jetzt nur wirklich nichts für. So, das kommt da jetzt rein. Ja. So, Obacht. Ja. Ich werde die fluffige Schoko-irgendwas-Masse jetzt umfüllen. Ja. Ist mehr Stückchen als irgendwas anderes, aber hey, schmilzt ja. 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 Und danach kommt einfach nur noch in den Ofen. Danach kommt es in den Ofen. Ja. Der jetzt seit anderthalb Stunden vorheizt. Das war der erste Schritt. Ich bin so froh, dass ich mir das gemerkt habe, Ems. Sag ihm das. Das war der allererste Schritt. Ich habe es direkt gesagt. Ha? Ich soll drauf treten? Nein, bitte nicht. Das kommt jetzt da in den Ofen? Ja. Das hat sie mir aber doch schon eben erklärt. Ja, warum Ems, muss das denn jetzt nochmal passieren? Ja, warum denn nochmal? Nee. Ich werde dann jetzt gleich fertig, das in den Ofen zu tun. Außer jetzt hat sich nochmal geändert. Ja, kannst du gleich in den Ofen. In den Ofen? Ja. Der vorgeheizt? Was? Ja, gut. Wie lange schabt er da noch aus? So. Ja. Einmal kurz glatt streichen. Ja. Ich finde, die Leute unterschätzen auch die Anwenderfreundlichkeit eines Pfannenwenders in jeglicher Situation in der Küche. Ja, streichst damit einen Kuchen glatt. So, Vorsicht. Ich könnte jetzt das in den Backofen packen. Ja. Würde mir jemand den Backofen öffnen? Ja. Oh Gott. Viele Menschen. Hätte ich aufgemacht. Ich wollte ja nicht reinfassen, kann ja den Griff bedienen. Bin ja nicht dumm. Und damit, Ladies and Gentlemen, we fucking finally got it. Affenbacken. Oh, das ist eher hell, Alter. 2 ist damit durch. Ich sag an der Stelle herzlichen Glückwunsch. So. Für dich, du kannst es abziehen. Was soll ich? Achso. Hören wir uns auch. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Alter Falter, das war super unterhaltsam. Alle saßen irgendwo gefesselt an irgendwelchen Bildschirmen und haben sehr aufmerksam euch zugeschaut. Es war wirklich wild. Sorry, dass ich einmal reingegrätscht bin, aber ich habe gedacht, wenn ich Backpulver nicht wäre, Dankeschön. Dann hätten wir noch gewartet, dass das dabei Backpulver rauskommt. Ich habe mir gedacht, ich habe dir das Rezept geschickt. Vanille. Alter, deine Augen sehen nicht gut aus, nachdem du eine Stunde diese Maske aufhattest. Du siehst aus, als hättest du 8 Jahre her. Marihuana geraucht. Hast du parallel ins Rezept geguckt? Ist da, nein, habe ich nicht. Ist nein. Da irgendwas Chemisches drin? In der Brille? Ich weiß nicht, wo Hugo meine sie her Augen hat. Fangen gerade an zu tränen, und wenn ich deine angucke. Also ich so Solidaritätsweinen gerade. Okay, du hast nicht ins Rezept geguckt, weil ich habe wirklich Angst, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen. Keine Ahnung, ich habe einfach nur wirklich zugeguckt und sehr viel gelacht. Ich weiß nicht, wie es euch ging, Chat. Skala von 1 bis 10, wie ihr durch dieses Affenbacken gefallen. Oh Mann, ey. Wie zeigt man Milch? Ja, okay, aber also. Was ist da passiert, als irgendjemand steif erklärt hat? Wie, weißt du, wie ich Milch gezeigt habe vorhin? Nee.
Ja. Ja. Ja.